der Moment. Amona gudum ya ipte. Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, endlich Hyundai i30 N-Tuning. Und ich muss sagen, das ist schon, also entwicklungstechnisch ist es schon ein bisschen Arbeit gewesen. Wir haben auch schon einige Schwachstellen von dem Auto gefunden, was das Auto, was besser gemacht werden kann, was für Bauteile besser gemacht werden können. Hinter uns ist ein Hyundai i30 N. Das Auto ist von der Software her Serie, hat aber schon eine Downpipe drin mit 200 Zeller Sportcut und einem Pipercross Luftfilter, ansonsten Serie, 100 Oktan sind drin. Zum Vergleich, wir hatten schon Serien i30N auf dem Prüfstand, 275 PS sollen sie haben, die machen also zwischen 265 und 270 PS, also plus minus 5 PS und vom Drehmoment her sind es auch irgendwo bei 350 Newtonmeter, 360 Newtonmeter, also auch wie sie machen sollen. Also die Serienfahrzeuge machen auch tatsächlich die Leistung, die sie ungefähr machen sollen. Kleinen Ticken weniger manchmal, aber alles noch im Rahmen soweit. Der, wie gesagt, hat schon ein paar Anbauteile drin, das heißt, der wird bestimmt so 10, 15, 20 PS mehr machen als Angabe und das finden wir jetzt raus. So, liebe Leute, Ergebnis ist da. Ich hatte ja gesagt, serienmäßig machen die so 265, 270 PS und 350, 360 Newtonmeter. Wir haben jetzt 284,7 PS und 387 Newtonmeter. Also auf jeden Fall ein bisschen mehr Leistung als Angabe. Gut, 275 PS wäre Angabe gewesen, hat jetzt 9 PS mehr und ein paar gequetschte Newtonmetern mehr. War aber auch zu erwarten, ne? Mit den Amortalen. Also, dass es ein bisschen mehr hat, ist schon mal gut. Ich mache mich an die Arbeit. Das wird so ein bisschen versetzt sein, das Video, weil ich natürlich nicht im ersten Schuss direkt da das Ergebnis habe. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen anfangen zu arbeiten und wir machen ein bisschen Entwicklung, ein bisschen Data-Logging, wir müssen alles schauen, wir müssen auf die Straße fahren, wir müssen auf den Prüfstand fahren, wir müssen halt gucken, dass wir das Auto vernünftig abstimmen. Ne? Man kann so einen Schnellschuss raushauen, die Karre läuft, hat ein bisschen mehr Leistung, aber das ist nicht so unsere Philosophie. Wir möchten das, wenn dann schon, vernünftig abstimmen, sodass er gut läuft. Das heißt so, ich werde mich wieder melden, sobald wir ein Endergebnis haben und dann sehen wir uns für euch im Video gleich wieder. So, liebe Leute, wir sind fertig und es war wirklich eine schwere Geburt, denn ich habe es befürchtet, der Serienladeluftkühler in dem Auto ist wirklich suboptimal. Ja, das heißt, ein Ladeluftkühler ist empfehlenswert, ein Ladeluftkühler braucht das Auto auf jeden Fall, weil das ist, man kann es sehen, das ist wirklich nur so ein kleiner Streifen und man sieht ja, dass die andere Lufttemperatur auf dem Leistungsprüfstand zumindest wirklich gen Himmel geht. Auf der Straße geht's. Aber auch da würde eigentlich zu, also wird die andere Lufttemperatur eigentlich zu warm für die Temperatur, die draußen ist. Ja? Also da Luftkühler, da müsst ihr auf jeden Fall dran arbeiten, da muss was Besseres her. Aber trotzdem haben wir eine gute Leistung und das zeige ich euch jetzt. Sind wir jetzt angekommen bei 336,6 PS und 462 Newtonmeter. Wir haben knapp 60 PS mehr als mit den Anbauteilen, ne? Und 100 Newtonmeter mehr als mit den Anbauteilen. Jetzt lege ich die alte Kurve mal drunter. Dann können wir mal vergleichen und mal sehen, wo wirklich die Unterschiede sind. Übrigens, der Kunde wollte jetzt keine Deaktivierung der Schubabschaltung haben, aber ich habe in den Kennfeldern schon was gesehen, dass man da ein bisschen was mit Schubabschaltung machen kann. Wollte der Kunde aber in dem Fall nicht, aber für die Leute, die vielleicht Bock drauf haben, also Schubabschaltung deaktivieren bei dem Auto geht auf jeden Fall und das nicht ohne. Ja? So, ich lege mir eben die Kurve drunter und dann bin ich gleich wieder da. Moment. So. Also, was können wir sehen? Übrigens, perfekte Vorher-Nachher-Messung, wie man sehen kann, die Drehmomentkurve fängt gleichzeitig an und dann geht's los. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, so bei 4,5, was hier für ein Unterschied ist, das ist das neue Drehmoment. Das hier ist das originale Drehmoment mit Anbauteilen. Die dünne rote Kurve ist die originale Motorleistung und die dicke rote Kurve die neue Motorleistung. Was wir aber auch sehen können ist, dass ab hier, also wir sind hier schon bei knapp 50 Grad, also über 50 Grad an der Lufttemperatur, ab 40 Grad
regelt der Leistung weg. Ja, das heißt, so hier seht ihr, es wird so ein bisschen flach, obwohl ich hier auch Zündung ein bisschen stehen lasse. Aber wenn wir jetzt hier einen Ladeluftkühler hätten, würde es dann quasi so weitergehen. Und wir hätten hier, ja, ich sag mal so gute 350 PS. Ich hole mal kurz den Cursor her. Moment. So, bei 4.500 Umdrehungen, knapp 4.420. 234 PS lagen vorher an, jetzt liegen 290 PS an, ja. Also ihr könnt sehen, gute 60, fast 55, 60 PS mehr und vom Drehmoment her 90 Newtonmeter, ja. Das heißt, das Auto ist jetzt wie ausgetauscht und wie ausgewechselt. Also es fährt ganz anders, ja. So, jetzt noch so zwei Pole Position rein, Überrollbügel und so ist das wirklich eine Rakete und auch wirklich eine Waffe auf der Rennstrecke. Ja, weil die Autos sind auf der Rennstrecke sehr gut, ihr wisst es, ich habe es am Bilsterberg gefahren und der i30N ist eh so ein Auto, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil ich es echt gut finde. Ein Ladeluftkühler muss her. Ein Ladeluftkühler muss noch her und dann können wir hier oben rum noch ein bisschen mehr Leistung fahren. Und hier zum Beispiel, ich hatte es gerade eben gesagt, wo es hier ein bisschen ausflacht, ne, auch für Drehmoment würde er ein bisschen länger stehen bleiben mit einem anständigen Ladeluftkühler. So. Das war's von mir, liebe i30N-Freunde. Wir können es also ab jetzt anbieten. Wenn ihr Bock habt, Stufe 1, Stufe 2 ready. Schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ihr habt alle drauf gewartet. Subscriben, liken, teilen. Und bis zum nächsten Mal. Gefahren diese 100-200 zur Zeit bin leider nicht ich, weil ich dringend weg musste. Das war der Sebastian. Der Sebastian ist 100-200 gefahren. Ich denke, wenn man ein bisschen Flat-Foot-Shifting macht, wird man noch ein Ticken schneller sein mit dem Auto. Wenn ihr nicht wisst, wer der Sebastian ist, das hier ist Sebastian. Und ja, ich denke mal, man kann unter 14 Sekunden fahren mit dem Auto. Und wenn die Serie fährt zum Performance-Angabe, ja, ich glaube so 18 Sekunden. Also ich glaube, wir sind um einiges, oder ich glaube nicht, wir sind um einiges schneller als Serie. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.